Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Damen und Herren, ich kannte als Betriebsrat die Tücken des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, wusste, wie dieses Gesetz missbraucht wird und wie schwer es Gewerkschaften und Betriebsräte haben, gute Beschäftigungsverhältnisse durchzusetzen. Und dann befasste ich mich mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ehrlich, im Vergleich zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz Gold wert. Ein Beispiel. Eine junge Frau will Mathematikerin werden und beginnt mit 20 ihr Studium. Nach 5 Jahren hat sie den Master und promoviert und fällt jetzt unter das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. In den 6 Jahren der Promotion muss sie halbjährlich um eine Vertragsverlängerung zittern. 25 Stunden die Woche kriegt sie bezahlt, Qualifikation während der Arbeitszeit, Fehlanzeige. Für Lehraufträge und an Drittmittelprojekten schuftet sie mehr als 40 Stunden pro Woche, damit sie die nächste Vertragsverlängerung auch erhält. Ihre Doktorarbeit entsteht nachts und am Wochenende. Mit 32 ist sie Doktorin und darf in Projekten forschen. Die laufen 2 Jahre und mehr. Trotzdem hangelt sie sich weiter mit 6 Monatsverträgen durchs Leben. Sie hält durch in der Hoffnung auf eine Professur, wird 38 und steht vor einer ungewissen Zukunft. Wie sähe Ihre Familienplanung aus, wenn Sie mit 40 den ersten unbefristeten Arbeitsvertrag bekämen? Wie sollen bei diesem Rahmen unsere Hochschulinstitute den Wettbewerb um die besten Nachwuchskräfte mit der Industrie und dem Ausland bestehen? Und wie kreativ können Sie sein, wenn Sie ständig neue Bewerbungen schreiben und um die Bestätigung Ihrer Projektanträge bangen müssen? Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union und SPD, ich hatte und habe kein Verständnis für Ihre Bummelei bei der Verbesserung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Unser wissenschaftlicher Nachwuchs braucht in der Promotionsphase Mindestvertragszeiten von 3 Jahren mit einer Option auf 6 Jahre. 2 Drittel der vertraglichen Arbeitszeit müssen der Qualifikation dienen und Mindestanforderungen müssen in das Gesetz. Windelweich formulierte Wünsche, wie von Ihnen, nach angemessenen Vertragslängen und dass die Tätigkeit die Qualifikation fördern sollen, helfen nicht. Damit sind die Betroffenen weiterhin der Willkür ihrer Chefs ausgeliefert oder auf deren Einsicht angewiesen. Es gilt schlucken oder aufgeben. Solche Regelungen lehnen wir ab. Im Interesse der Betroffenen müssten die Verträge den Projektlaufzeiten entsprechen oder mindestens 2 Jahre laufen. Was bietet die Koalition? Befristungsdauer nach Länge der Mittelbewilligung. Damit knüpfen Sie Vertragslaufzeiten an Haushaltsplanung. Maximale Sicherheit für Einrichtungen, größtes Risiko für unseren Nachwuchs. Diese Scheinlösung lehnen wir ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, es gibt auch Lichtblicke. Für verwaltungs- und technisches Personal bei Forschungsprojekten gilt dieses Gesetz nicht mehr. Wir fragen uns nur, warum Sie dies nicht auch gleich auf das Personal mit überwiegenden Lehraufträgen ausgedehnt haben. Dass zukünftig für Familien- und Betreuungs- und Pflegezeiten für Menschen mit Benachteiligung bessere Standards gelten, ist begrüßenswert. Wieso nicht auch bei Drittmittelprojekten? Insgesamt bleibt Ihr Gesetzentwurf mangelhaft. Die Linke brachte ihren Antrag schon lange ein und anders als in der Wissenschaft ist Abschreiben bei den Beratungen ausdrücklich erwünscht. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Dr. Simone Raabe von der SPD-Fraktion. Entschuldigung, Ratz. Genau.